Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundriss Gaming und zu U-Boat. Wir haben hier gerade einen Frachter versenkt, da hinten sieht man noch die Rettungsboote und werden uns jetzt auf den Weg machen. Haben wir schon Kurs gesetzt? Nö, noch gar nichts. Ja, wir sind schon im Patrouillengebiet, vielleicht lauschen wir einfach nochmal kurz, machen einen kurzen Horchhalt, das wäre doch vielleicht ganz gut. Tauchen auf! 50 Meter. Horchraum besetzen. Habe ich eigentlich Alarm an oder sowas? Nö. Die Empire Latimer, das ist das Ding, was ich gerade versenkt habe, vermute ich. So, können wir dann vielleicht abtauchen? Geht das? Funktioniert das schon wieder nicht? Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Natürlich, Herr Knoll. Auf E-Motoren. Das Mutsche fehlt doch, es funktioniert. Es dauert nur ein bisschen länger, wenn man nicht vorwärts fährt. Ruderanlage ist nicht bemannt. U-Boot, 350 Grad. So, Moment. Da muss ich mich mal drum kümmern. Was ist hier schon wieder los? Es gab einen neuen Patch. Das ist jetzt einfach wieder so ein Problem. Dass ich hier einmal die Crew quasi rausschmeißen muss. So, Ruderanlage ist bemannt. Okay, dann sollte es jetzt auch gehen. 15 Meter. Ein Typ 7 ist hier in der Gegend. Warum drehen wir uns jetzt wild? Ach so, weil ich hier an den Bildschirmrand. Hä? Seit wann dreht man sich denn, wenn man hier. Ach, keine Ahnung. Ja, das ist es. Typ 7b, was wir hier hören. Auf 353. Gut zu wissen. Aktuelle Tiefe: 35 Meter. 55 Meter. So, was haben wir denn hier? Geräusch, sinkende Schiffe. Die Schiffsschrauben ist immer noch das U-Boot. Na, und das andere beide sind wahrscheinlich die Rettungsboote. Aktuelle Tiefe 50 Meter. So, wenn wir nichts hören, dann wird die Patrouille hier einfach ganz normal fortgesetzt. Anblasen! Okay. 30 Meter. Zeit für eine Auszeit. Genau, gönn dir. Herr Kaloy, wir sind aufgetaucht. So, da sind wir aufgetaucht. Wir setzen unseren Kurs hier also einfach mal fort. Kurs setzen. Wir fahren ja erstmal in diese Richtung. Wir sollen ja ein paar tausend Kilometer hier auf jeden Fall. Langsame Fahrt voraus. Patrouillieren. Und setzen uns hier also in Bewegung. Ganz langsam und gemütlich. Denn wir haben nicht super viel Kraftstoff leider dabei. Also ist tagsüber, wir haben normale Beleuchtung an. Wunderbar. Ja, da entfernen wir uns. Ach, schön ist es hier. Das sieht doch toll aus. Nein, das war der falsche Knopf. Apropos der falsche Knopf, was haben wir denn für eine Uhrzeit? 5.38 Uhr, das ist der Sonnenaufgang. Okay, cool. Dann sehen wir uns wieder, wenn hier irgendwas Spannendes passiert. So lange hat es tatsächlich gar nicht gedauert. Ich muss mal kurz rausklicken aus dem Spiel. Lange hat es tatsächlich gar nicht gedauert. Wir haben Schornsteinrauch auf 134. Das ist doch bestimmt das U-Boot hinter uns, oder? Werden das mal versuchen.
ausfindig zu machen, ob das irgendwie was Krasses ist oder wirklich nur so ein bisschen Dieselrauch. Hui. Oh, okay, also wenn man zur Seite rausguckt, dann stellen wir fest, das Schiff rollt ganz schön. 135. Boah, okay, jetzt gucken wir inzwischen aber schon ziemlich nach hinten. Und es wackelt trotzdem so krass. Hä, was ist denn da los? Ich krieg das auch nicht stabilisiert vernünftig, ne? Also ich kann ja versuchen, so ein bisschen dagegen zu arbeiten, aber cool ist was ganz anderes. Ich weiß nicht, warum die Wellen so krass sind und warum vor allen Dingen, das ist ja ein Fernglas, ne? Das hält er ja in der Hand. Warum kann das nicht einfach cool sein? 133. Okay, es ist also auf einem Querkurs. U-Boot, 140 Grad. Ja. Okay, da haben wir es im Prinzip schon rausgefunden. Hallo? Ja, ich habe keine Ahnung, was hier los ist, weil warum es so überhaupt nicht stabil ist, das Fernglas. So kann ich das U-Boot natürlich auch nicht ausmachen. Okay, gut. Ja, das ist jetzt neu mit dem Patch. Ja, man kommt jetzt hier in diese Sektionsansicht. Wenn man so ein bisschen rauszoomt. Das ist ganz cool. Ja, okay, das war also nichts. Wir setzen einfach unsere Fahrt fort. Das sieht gar nicht so schlimm aus. Aber das Schiff ist hier doch ganz schön am Stampfen. Ja, keine Ahnung, was da los ist. So, es ist inzwischen ziemlich genau um 11 und wir haben endlich ein Schraubengeräusch. Peilung 107, ungefähr 80 Kilometer entfernt, aber kommt näher mit mittlerer Fahrt. Also das könnte ein einzelner Frachter sein tatsächlich. Aktuelle Tiefe 50 Meter. Und wir werden dem mal entgegenfahren, denke ich. So, 107 dürfte dort sein. Über 80 Kilometer. Ich zeichne das ja einfach mal so 80 Kilometer ein. Das reicht bestimmt. So, kann ich da einen Abfangkurs berechnen? Kurs setzen. Ja, kann ich. Wunderbar. Dann werden wir den auch nehmen. 55 Meter. Mal sehen, ob wir noch was hören. Kurs setzen. Wird erledigt, Herr Kaloy. So, machen wir das mal. Anblasen. Nee, mehr gibt es offensichtlich nicht zu hören. Wunderbar. Dann, ja, so ein bisschen Micromanagement gibt es hier immer. Wir machen hier unter Wasser ein bisschen Navigation immer auf jeden Fall, um das zu updaten. Da haben die Führungsoffiziere halt sonst nichts zu tun und können sich darum kümmern. Und dann können die, sobald wir aufgetaucht sind, auf jeden Fall den Ausguck besetzen. 5 Meter. Auf Dieselmotoren wechseln. Das ist ganz praktisch. Herr Kaloy, wir sind aufgetaucht. So, und hier, ne, wir müssen unbedingt Sprit sparen, auf jeden Fall. Eine ganze Menge. Da müssen wir uns drum kümmern. So, müssen wir hier mal Kompressor einschalten zum Beispiel. Und die Lenzpumpe machen wir auch mal an. Ich glaube, die Lenzpumpe brauchen wir im Moment nicht. Hier müsste dann so ein Wassersymbol daneben sein, denke ich. Das haben wir nicht. Wir sehen immer noch so raue See, also das U-Boot wird hier ganz schön ins Wanken gebracht. Ah, es ist aber schon besser geworden, tatsächlich. Das ist doch gut.
Ja, und dann schauen wir mal, ob wir da einen Frachter abfangen können oder nicht. Jede Stunde wird es einen Horch halt geben, auf jeden Fall, um die Position zu aktualisieren. Ja, der nächste Horch halt ist gerade rum. Und wir haben noch eine kleine Gruppe direkt vor uns in 80 plus Kilometer Entfernung. Die kommen aber auch näher. Also da müssen wir mal schauen, wo die herkommen. Ob die dann auf einem Südkurs sind irgendwie von hier oder anders kann ich mir das kommt näher nicht erklären. Aber da dieses einzelne Schiff hier dichter dran ist, fangen wir erstmal mit dem an und werden das abfangen, denke ich. Unserer Reichweite gemeldet. So, wir haben einen Funkspruch reinbekommen. Dann werden wir Dreski mal ans Funkgerät beordern. Ich kann nicht ans Funk. Ach, da ist schon Dieter Buchsbaum dran. Ist der Dieter Buchsbaum tatsächlich? Von U99, einzelner Schornsteinrauch im Bereich AN18-2 gesichtet. Geschwindigkeit langsam, Kurs nordöstlich. AN18-2. Da wollen wir mal nachgucken. AN18-2, das wäre hier oben, Kurs nordöstlich. Dorthin quasi. Den müssten wir ja schon fast hören können eigentlich. Da schauen wir mal. Da bleiben wir auf jeden Fall dran. Das Wetter ist immer noch nicht super gut. Die Gischt spritzt hier um unser U-Boot herum. Aber es sieht echt gut aus. Ich denke nur, dadurch sind wir sehr gut sichtbar. Ich weiß es nicht. So, wir haben Schornsteinrauch auf 60 Grad. Ich weiß gar nicht, warum er hier nicht auf der Brückenwache ist. Aber dann schauen wir einfach mal hier rein, würde ich sagen. Ja, oder vielleicht auch nicht, ne? Ich sehe nichts. Können wir ein bisschen nach oben gucken. Ja, denn... Aber warum ist denn das so schön eingestellt hier? Das bewegt sich halt auch gar nicht. Boah, doch, aber sehr langsam. Dann hört es mal wieder auf und ich wünschte, ich könnte hier einfach so auf die 60 klicken. Wenn es hier so wenig stabilisiert ist, dann wird es kein Vergnügen, glaube ich. Was haben wir da? Ladevorgang. Okay. Der Schornsteinrauch dürfte allerdings dieser einzelne Frachter sein, den wir suchen. Das Problem ist, glaube ich, dass ich nicht nach oben schauen kann. Das Ding driftet einfach. Wo driftest denn du? Na, ich muss irgendwie so ein bisschen per Hand machen. Da ist er. Ja, das sieht aus wie ein Frachter, würde ich sagen. Ups, einmal zoomen. Einmal Zoom. Das ist schon der Zoom. Die Nationalität kann ich natürlich noch nicht erkennen. Aber den werden wir jetzt einfach mal abfangen. Und
und inspizieren. Und außerdem haben wir nämlich noch Torpedoabschussvorrichtung, Torpedoschall. Ah, okay. Na, interessant. Ich kann da nicht auf Abfangkurs gehen, aber wir können immerhin eine Nachricht senden. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Bestätige. So, den werden wir jetzt auch nicht mehr aus den Augen verlieren, denke ich. Ne? Wir hätten noch 30 Minuten bis zum nächsten Horchhalt. Ja, ich weiß nicht, warum ich da keinen Abfangkurs berechnen kann. Ne? Nach Sonar kann ich das. Aber optisch irgendwie nicht. Merkwürdig. So, ich werde mal ein bisschen Zeit vergehen lassen. Dann schauen wir uns das Ding gleich nochmal an. So, was ich euch eigentlich noch zeigen wollte. Hier drüben bewegt sich so ein Konvoi. Das ist eine kleinere Schiffsgruppe, irgendwie 3 bis 8 oder sowas. Die scheinen hier auf uns zuzukommen. Das heißt, die können wir uns mal gleich danach anschauen. Ich hoffe, die halten uns hier nicht auf, während wir uns mit diesem Frachter beschäftigen. So, wo ist er? Auf 65. Das bedeutet, wir kommen auf jeden Fall weiter vor ihn. Handelsschiff, 65 Grad. Handelsschiff. Ach, Leute. Genau, bleibt ruhig. Das ist ein einzelnes Handelsschiff. Frachter 65, Abfangkurs berechnen. Jetzt geht's. So, dann schauen wir mal. Das Fernglas einfach so wackelt, ist so frech. Ja, nee, da lässt sich gar nichts erkennen. Da wird man höchstens seekrank von. So, wir haben noch mehr Rauch am Horizont. Jetzt ist er gerade weg. Kurs setzen. Ja, der Abfangkurs ist noch gut. Also auf 39 haben wir noch ein bisschen Rauch am Horizont. Kann ich nicht ausmachen. Ach, vielleicht ist es ein U-Boot. Auf 37. Nee, kann ich absolut nicht sehen. U-Boot, 40 Grad. Ja, das ist ein U-Boot.
Das da ist aber unser Frachter. Sucht euch einen eigenen. Herr Kaloy, feindliche Schiffe geben Alarm. Bleibt wachsam, aber keine Panik. Wir machen das schon. Genau. So, wir müssen hier noch mal ein bisschen beidrehen, glaube ich. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Angeblich nicht. Kurs setzen. So, was haben wir denn da? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Eine Empire Bell, wie es aussieht. Wieder uns jetzt davon fahren. Achso, nee, wir können schon. Wir können schon. Na, dieser Frachter ist unbewaffnet, ja. Das ist eine andere, ne? Die hat hier diesen Mittelmast. Ist unbewaffnet und scheint nicht geschützt zu sein. Wir können einen Versuch unternehmen, das Schiff zu kontaktieren. Genau. Das machen wir. Nachdem ihre Besatzung das Lichtzeichen gegeben hat, dass sie das Schiff versenken werden, entsteht auf dem Deck ein Tumult. Die Schiffsbesatzung verlässt das Schiff. Sehr gut. So, dann gehen wir da mal ein bisschen dichter ran, schauen uns die Rettungsboote natürlich an. Hier scheinen wenige an Bord zu sein. Euch nehmen wir mit. Dann haben wir noch ein paar Vorräte über. Nee. Ja, ich könnte ihnen Gemüse geben irgendwie. Ein bisschen Gemüse, ein bisschen Fisch. Wenn wir denen schon das Schiff klauen, alles Gute, Jungs. So, ihr bekommt Fisch. Ja, so lange bleiben wir sowieso nicht auf See. So, dann müssen wir mal hier ein Prisenkommando losschicken, denke ich. Alle Maschinen, stopp! So, dieser Frachter wurde von seiner Besatzung aufgegeben. Wenn Sie wollen, können wir eine Mannschaft zum Schiff entsenden, natürlich. Prisenkommando, auf geht's. Wen schicke ich denn mit? Du bist Sanitäter, dich brauchen wir nicht. Ich schicke hier die drei Jungs, die schnell laufen können, und dann geben wir ein Gewehr mit. 6 Crew gehen mit. Dann geht das hoffentlich relativ schnell alles. Ach, eigentlich sollte Joachim Rieger das Gewehr bekommen, ne? Ist egal, Hans macht das. So, dann können wir hier nochmal unseren Kurs überprüfen. Sieht alles gut aus. So, wir schauen mal ins Deckhaus rein. Also befinden sich im Inneren des Deckhauses. Kapitänskajüte. Nichts. So, in den Maschinenraum und von dort aus zum Frachtraum. Den durchsuchen wir jetzt. Wie lange dauert das immer so? 25 Minuten oder so? Es ist jetzt 16.01 Uhr. Oh, das geht richtig schnell. Das hat jetzt nur zwei Minuten. Haben die nichts geladen? Das hat nur 2 Minuten gedauert. So, wir sehen uns die Transportgüter an. Erste Hilfekästen. Na, dann nehmen wir doch ein paar mit. Und dann kehren wir zum Boot zurück, würde ich sagen.
verladen das Zeug. Schicken die Funknachricht. Und wer darf denn heute? Dreski. Ne, Dreski kann nicht, haben wir gesagt, ne? Funktelegramm gesendet. Ja, dann darf Rieger das machen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Natürlich. Und dann sind wir schon wieder auf Inspektion. Und werden das Schiff versenken. Ich versuche mal nicht die Rettungsboote zu treffen. So, wenn man da diese rote Wasserlinie sieht, ne, dann ist das super. So, ein Magazin haue ich mit Schiffs noch rein. Ne? Wir sehen, das Schiff bekommt Schlagseite, es rollt in unsere Richtung. Wellen sind ein bisschen im Weg. Ja, es hat ganz erhebliche Schlagseite. Wir können richtig viel vom Deck sehen. So, ich denke, das sollte reichen. Ach, das zweite Rettungsboot ist auf der anderen Seite. So, wir bleiben jetzt natürlich, die Empire Governor ist das. Ja, wo ist denn dieses Typ 7b? Das ist hier direkt nebendran. So, wie sieht's denn aus? Geht ihr unter? Ich meine, da ist ja niemand an Bord, der die Schotten schließt. Eigentlich sollten die langsam untergehen. Aber es dauert immer eine ganze Weile. Vielleicht sind die Löcher einfach nicht groß genug. Na, jetzt richtet sie sich wieder auf, glaube ich, ein bisschen, ne? Nicht? Nicht. Ja, das hängt sehr statisch hier im Wasser, das Schiff. Als wenn es schon auf Grund liegen würde.
Ja, ansonsten müssen wir noch mal ein bisschen dichter ranfahren. Kurs setzen. Kleine Fahrt voraus. Und auf der anderen Seite noch ein paar Löcher reinschießen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Und dann sollte es eigentlich funktionieren. Na, ich weiß nicht, woran es liegt, dass das Schiff jetzt nicht untergeht. Denn eigentlich hat das so viel Schlagseite, ne? Die Schotten werden nicht dicht gemacht an Bord. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Alle Maschinen, stopp! Sie gehen unter. Ja. Na endlich. So, die gehen unter. Und schicken wir noch mal ein wunderbares Telegramm. Und da müssen wir mal gucken, wo der Konvoi hin ist. Käse. Und, oh, wir können getrocknete Kartoffeln mitnehmen. Und Käse ist natürlich auch super. Also und ich glaube, das können wir jetzt auch direkt vom Hauptlager oder von der Kombüse, nee, von der Kombüse aus nicht, ne? Aber vom Hauptlager können wir das vielleicht uns mal anschauen. So, Hauptlager, Decklager. Über Bord werfen. Sehe ich, wie viel das Zeug wert ist? Ich weiß gar nicht, was mehr wert ist. So, wir werfen das mal über Bord. Und dann will ich mal gucken, kann ich direkt von der Kombüse, nee, kann ich nur das Hauptlager sehen, okay. Aber wir haben den Käse dabei, super. Nee, nicht Kombüse, Decklager. So. Das wird jetzt verladen. Da sollten wir kurz abwarten. Nicht, dass sich hier wieder dieser Inventarfehler einschleicht. So, da ist jemand. Der haut sich jetzt den Rucksack damit voll. Ja, oder auch nicht. So, hat er es schon abgeliefert? Ne, da kommt er, ne? Oder? Puh, keine Ahnung. Angeblich wird es noch verladen. Ach hier, Leimkühler, hatte der das jetzt dabei? Ich habe Ersatzteile stattdessen bekommen. Na, ich glaube, ich muss ein bisschen mehr Platz lassen hier. So, wir werfen das mal über Bord. Dann gucken wir mal, wo ist ein Leimkühler? Wir gehen jetzt mal hier zum Hauptlager. Ja.
Ich glaube, das Problem ist, dass die Jungs alle was dabei haben. Dadurch funktioniert das dann nicht richtig. So, wir nehmen den Käse mit. Den schmeißen wir dann auch ins Hauptlager. Den können wir einfach den nächsten Schiffbrüchigen in die Hand drücken. Natürlich, Herr Kaloy. Warum ist es rot? Sind Sie sicher, dass der Käse ins Hauptlager fällt? Ja, klar. Warum denn nicht? So, wie spät ist es denn? 16.38 Uhr. U-52 war hier in der Gegend. Das U-7 wahrscheinlich, das wir da gesehen haben. So, wollen wir den Käse einfach essen? Gibt es heute statt Gemüse, ein bisschen Käse vielleicht. Wie lange dauert denn das? Legt er da jedes Käsestück einzeln rein oder was? Scheinbar. So, heute gibt's Käse. Wir essen ihn selber. Gut, wunderbar. In dem Fall, wir entfernen uns mal nicht sofort von hier. Tauchen auf 50 Meter. Sondern tauchen nochmal. Bisschen dauert das immer mit dem Tauchen. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Auf E-Motoren wechseln. Es ist schon ein süßes kleines Boot. Das kann man nicht anders sagen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Wird erledigt, Herr Kaloy. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Schraubengeräusch. So, keine Matrose am Tiefenruder schon wieder. Wie kann das sein? Wie kann ich das denn beheben? Alarm! Auf Gefechtsstation! Bleibt ruhig und konzentriert, Männer. Alarm, wir schaffen das. Ja, warum ist denn niemand? So, das eine ist ein U-Boot, aber das andere ist irgendwas anderes. Also irgendwie hat sich da ein Fehler eingeschmuggelt, befürchte ich. Ich weiß nicht, warum die nicht mehr freiwillig ans Tiefenruder gehen.
10 Meter. So, auf 30 Grad. Schiffsschrauben, mittlere Fahrt kommt näher. Die entfernen sich. 30 Meter. Gleichbleibend. Okay, also nichts davon ist der Konvoi, den wir haben wollen. Der müsste sich irgendwo hier jetzt befinden. Schraubengeräusche, kleine Gruppe, Peilung 220 genau, Grad. Genau, das dürften unsere sein. 45 Meter. Schnelle Fahrt kommt näher. Meter. Ich habe den Konvoi verloren, wie es aussieht. Der müsste irgendwo hier sein. Ich setze gleich mal einen Kurs in die Richtung. 50 Meter. Ach, jetzt will hier doch jemand die Elektromotoren beaufsichtigen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Das passiert ja sonst nie. Na, da setzt sich einfach normalerweise niemand ran. Und ich weiß nicht warum. 55 Meter. Da würde ich gerne, glaube ich, nochmal auf den Dienstplan gucken. Diese Motoren über... Ach, es gibt gar kein Elektromotoren überwachen, ne? Und da machen die halt alles mögliche andere. Das müsste man dann per Hand anweisen. 50 Meter. So, mittlere Fahrt kommt näher, aber die sind halt 1 bis 2 Kilometer. Das ist das U-Boot, denke ich. Schnelle Fahrt entfernt sich, Einzelschiff gleichbleibend. 2 bis 3, das sind die Rettungsboote. Schnelle Fahrt kommt näher, 2 bis 6. Weiß ich nicht, das ist mir nicht ganz geheuer. Anblasen! So, wir bleiben mal. Einfach auf 50 Meter. Tauchen auf. Ihr dürft es ja tief genug sein überall. Ja. Dann fahren wir einfach mal in diese Richtung. Halbe Fahrt. Und machen dann demnächst noch einen Horchstopp. Das sollte eigentlich hinhauen. So, wir haben hier noch einen Kontakt in 10 bis 20 Kilometern, deswegen gehen wir mal auf Seerohrtiefe. Schauen uns das Ganze mal an, würde ich sagen. 35 Meter. Mal sehen, ob wir die schon sehen können. Die sind irgendwo direkt vor uns. Die Peilung hier ist 92 Grad. Bootführer und Umblick eingesteuert. Das ist gut. Dann sollte sich ja mal jemand ranbewegen. So, wir schauen mal direkt nach vorne. Bei 8 bis 9 Grad sind die das. Na, es ist schwierig hier was zu sehen. So, die hier, ne?
Es müssten eigentlich die bei 8 bis 9 Grad sein. Die sind 10 bis 20 Kilometer. Die machen inzwischen langsame Fahrt nur noch. Nicht mehr mittlere Fahrt. Und wenn wir nichts sehen, dann würde ich sagen, wir tauchen einfach mal auf. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Zeit für eine Auszeit. Legen unseren Funker nochmal schlafen. Auf Dieselmotoren wechseln. Da hinten sehen wir Rauch. So, wo ist denn das? Da. Ja, ziemlich direkt voraus, ne? Also eigentlich im toten Winkel. Wir sehen, die Rauchwolke ist ganz rund, zieht nicht zu einer Seite. Das heißt, sie kommt direkt auf uns zu. Und wir sollten da mal in eine Angriffsposition gehen. Und dann vielleicht einfach mal ein bisschen abwarten. Ja, das wäre, glaube ich, ganz gut. So, wir haben keine Ahnung, wie weit die von uns weg sind. Wie ist denn die Peilung gewesen? Ja, vielleicht gehen die ein bisschen nach links raus. Ja, die Peilung ist so, weiß ich nicht. 5 Grad meinetwegen. Ja, wir sagen einfach mal so 3 Grad. So, hier da drüben sind die irgendwo in der Gegend. Und da berechnen wir jetzt einfach unseren Kurs. Ich würde gern so, ja, gar nicht so weit weg. 2 Kilometer reichen mir schon ungefähr. Das ist ungefähr so ein Stück, okay. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kurs setzen. So, 2,8 und dann drehen wir hier wieder genau rein. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Dann lassen wir das Ganze mal auf uns zukommen, würde ich sagen. Damit beschäftigen wir uns dann aber beim nächsten Mal. Kurs ist gesetzt auf jeden Fall. Wir wissen, wo die Jungs sind. Und wir können sie beobachten. Und können dann vielleicht endlich mal einen Torpedoschuss anbringen. Das sind ja doch scheinbar mehrere Schiffe. Was ich auch mal sagen sollte, ist hier Kompressor an. Wir wollen ja demnächst wieder tauchen auf jeden Fall. Eine Lenzpumpe einmal an. Läuft. Ja, das ist Ventilation. Wo ist der Kompressor? Hier ist der Kompressor. Dann machen wir die Tanks wieder voll. Schubsen hier alles Wasser raus, das eventuell läuft. Und dann müssen wir mal schauen, wie es mit Eskorten aussieht. Und dann kriegen wir vielleicht... Ich sehe die von hier aus gar nicht. Einen Konvoiangriff hin. Das Schöne ist, es wird auch langsam dunkel. Das heißt, wir können uns dann vielleicht anschleichen, können die ein bisschen verfolgen. Ich hoffe, wir sehen dann genug. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. So, jetzt geht er hier doch mal auf die Brücke.
Kann ich eigentlich sagen... Ah, jetzt wird das Periskop eingefahren. Sehr gut. Ach, die müssen ja jetzt rechts von uns sein, ne? Genau da. Na, und dann gehen wir da einfach mal in Wartestellung beim nächsten Mal. Bestimmen den Kurs. Versuchen die anzupeilen. Ja, das wird gehen. Ich wollte eigentlich noch mal gucken oder geguckt haben, was es vorhin für eine Frachterklasse war. Das war nämlich nicht die Empire Belle. Eine Empire Explorer war das. Ja, die hat ein kleines bisschen mehr Verdrängung. Und ich glaube aber, die hat uns, wenn wir uns das mal angucken, ja, ganz schön viel gebracht. Auch auf jeden Fall über 4000 Bruttoregistertonnen. Das heißt, wenn wir noch ein Schiff versenken, haben wir das optionale Ziel auf jeden Fall schon mal erfüllt. So, das kann auch weg. Hier ist noch ein Punkt von irgendwas übrig geblieben. Wir schauen mal. Und dann werden wir hier nochmal eine Peilung vornehmen, werden vielleicht auf, ja, wenn wir auf Periskoptiefe sind, nochmal eine Peilung vornehmen. Die Motoren brauchen wir dann nicht in dem Fall. Und machen dann beim nächsten Mal einen wunderschönen Konvoiangriff, hoffe ich. Für heute war es das allerdings schon wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.